Axt-MG. Perfekt. Zack. Auf den dritten. Auf Nahkampf. Einfach die MP7 auspacken. Ihr trefft wieder jeden Schuss. Ey, das kann's doch nicht sein, oder? Digga, bilde ich mir das nur ein? Guck mal. Ich setz mich ganz mal drauf. Und der geht einfach automatisch nach unten. Seht ihr das? Ich rutsch ganz leicht nach unten. Digga, ihr müsst euch aber auch erstmal den Unterschied gönnen, ne? Guckt euch den Stuhl an. Das ist der Bruder von meinem Stuhl. Der Stuhl von meinem Bruder. Hier so ganz normal, alles funktioniert noch. Das ist dann mein Stuhl. Sieh mal die Geräuschspuren hier. Digga, der ist ja absolut. Und guck mal, wenn ich hier jetzt an dem Ding, hier, guck mal. Yo, Freunde, was geht? Zack, auf ganz entspannter Basis am Start. Ich habe für euch wieder eine richtig geile Warzone-Klasse erstellt mit der Lachs-MG, mit der MP7 vom letzten Video. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Zuerst seht ihr ein bisschen Gameplay von mir spielt. Danach seht ihr die Klasse im Klassen-Editor bearbeitet. Viel Spaß mit dem Video, ohne viel zu reden, direkt rein da. Wir landen jetzt hier erstmal bei einem Kopfgeldauftrag, damit wir schnellstmöglich unser Loadout bekommen. Da sehe ich mich richtig drin. Ach, da landen ja schon Gegner. Jetzt habe ich hier eine Waffe. Perfekt. Wo ist denn der? Da ist er. Oh mein Gott, den haben wir. Ich dachte schon, der ist nach oben gerannt. Perfekt. Fängt ja gut an. Den Kopfgeldauftrag nehmen wir direkt. Boah, was ist das denn? Das ist eine gute Waffe. Dann pushen wir direkt weiter zum nächsten. Ist auf jeden Fall echt ein anderes Gefühl, auf dem Gaming-Stuhl jetzt hier zu zocken. Auch wenn es dasselbe ist, aber wieder in guter Qualität. Ohne fette Gebrauchsspuren. Und wo ist der? Der ist hoffentlich nicht oben. Sonst habe ich ihn verkackt. Ich schau mal, ob er drin ist. Einfach reinpushen. Perfekt. Er ist AFK. Wieso dann auch nicht, ne? Kann man ja mal machen. Er hat eine eigene LMG. Oha. Okay. Erschlags und so. Ja. Ja, ich denke, das Loadout passt. Ich habe 6,4k. Dann loote ich hier nochmal ein bisschen. Stimmt, ich habe vergessen, mir die Panzerplatten reinzuziehen. So, dann ping ich mal die nächste Kaufstation. Dann sprinte ich mal dahin. Und Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr Warzone 2? Ich persönlich finde Warzone 1 besser, aber mich interessiert wirklich eure Meinung. Also schreibt es mal echt gerne rein. Ich habe da wirklich Bock drauf, das mal zu hören von euch. Oh, ich höre Schüsse. Scheiße. Oh, oh, der schießt auf mich. Da ist das komplett. Panzerplatten. Ah, ich habe noch eine. Und wo ist er? Mann, ich musste nachladen. Ey, Mann. Ah, jetzt bin ich im Gulag. Ah, ich spiele wirklich wie der größte Bot. Das ist ja wirklich lächerlich, Alter. Im Gulag bin ich immer richtig scheiße. Ich verliere ja fast immer jede Runde. Komm, zeig dich. Ah, scheiße, ich muss nachladen. Okay, mein Mate hat ihn. Perfekt, den haben wir auch, Team Wipe. Nice, rein wieder in die Runde. So, jetzt hoffe ich mal, dass da keine Gegner sind. Sonst war es das hier dann auch wieder mit der Runde. Kann ich die Aufnahme wieder von neu machen? Habe ich ja gar keinen Bock drauf, Digga. Ist ja schon die, keine Ahnung, wie viel der Aufnahme. Aber ich bin einfach scheiße. Oh, eine epische Kiste. Eine Cast-Off. Habe ich gehört, die soll gut sein. Man merkt, ich bin Profi in der Game. Erstmal eine Panzerplatte. Ach ja, und Leute, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch noch mein Twitch auschecken. Da bin ich auch ab und zu live. Ich habe da jetzt letztens Fortnite gestreamt. Aber ich könnte ja auch MW oder Warzone streamen. Und ich denke auch, dass ich dann gleich, wenn ich das Video hochlade oder am Tag davor oder so, dass ich die MW-Kampagne streame. Da habe ich auch mega Bock drauf. Da heiße ich Sakuta73. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Die Tag. Ich finde aber persönlich die Scar in Warzone 1 definitiv besser und angenehmer als die in Warzone 2. Ich weiß auch nicht wieso. Man findet so viel Geld. Oh mein Gott, Alter. In den ganzen Kassen und überall liegt alles rum. Was weiß ich wo. Ich habe jetzt hier gleich die 8k voll. Dann kann ich mir ja schon ein Loadout holen. Da sehe ich mich richtig. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Ah, über die Brücke zu rennen wird ganz kritisch. Da habe ich ja mal richtig Panik vor. Oh, da landet einer. Da sehe ich einen Freekill. Komm schon, $500, wo seid ihr? Perfekt, die 8k haben wir jetzt voll. Ich weiß aber nicht, wo wir hingehen sollen. Sollen wir da hingehen oder? Ne, ich glaube, ich kaufe mein eigenes Loadout. Da fühle ich mich sicherer. Das machen wir mal so. Da versuche ich mal ein paar gute Kills zu machen. So, da haben wir jetzt auch schon die Klasse. Perfekt. Ja, und das ist ja auch eigentlich schon die ganze Klasse. Also hier die Lachs-MG. Wie
Visier könnte man, glaube ich, ein anderes nehmen. Und die MP7. Da, wo man aus der Hüfte jeden Schuss trifft. So, jetzt versuche ich noch für euch ein paar gute Kills zu machen. Ich glaube, bei den Bots kann man das sehr gut zeigen, oder? Dann renne ich mal zu den Bots. Ah, da ist doch schon ein Gegner. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sterbe. Und ihr seht, fast gar keinen Rückschuss. Perfekt. Also ich glaube, ich würde euch auch noch empfehlen, ein anderes Visier zu nehmen, weil das Visier ist doch nicht so geil, wie ich dachte. Aber irgendwie Angst vor dem einen Spieler, der da gerade mit dem Auto langgefahren ist. Außerdem, Leute, vielen Dank für den Support bei dem letzten MW-Video. Wir haben irgendwie 450 Aufrufe gehabt. Sehe ich mich auf jeden Fall richtig. Irgendwie noch fast 20 Likes oder so, ich weiß nicht ganz genau. Wäre auf jeden Fall nice, wenn wir dieses Video die 20 Likes knacken. Würde ich mich unnormal drüber freuen. Und ich weiß auch nicht, ob hier noch ein Gegner ist, aber ich denke nicht. Alter, wo ich denn hier auch immer langsteppe? Ich bin hier wirklich irgendwo im Nirgendwo. Oh mein Gott, er schießt mich an. Scheiße. Hau die ganz schnell in die Panzerplatten rein. Oh, er hat dicke Hits. Ich habe auch dicke Hits. Wir sind fast tot. Scheiße. Ich habe keine Panzerplatten mehr. Scheiße. Oh mein Gott, da schießt auch schon ein anderer. Der hat auch dicke Hits. Was hat der da geworfen? Eine Rauchgranate? Ich brauche Panzerplatten. Ich pushe da einfach mal rein. Vielleicht liegen da ja noch ein paar Panzerplatten. Ja, jetzt haben wir Panzerplatten, geil. Endlich. Oh ja. Aber ich denke, der ist weg. Der ist durchgezogen. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich lang soll. Links oder rechts? Ich glaube, rechts ist besser. Ah, ich bin hier viel zu offen. Aua. Mann, Alter. Jo Leute, leider war die Runde nicht so gut. Wir gehen jetzt einfach mal in den Schießstand, da könnt ihr ja die Waffe trotzdem sehen. Hier einmal die Lachs-MG. Perfekt, zack. Auf den dritten geholt. 44% Präzision. Ihr merkt, die Waffe ist anders OP. Gar keinen Rückstoß. Easy, 40% Präzision durchgehend. Auf Nahkampf einfach die MP7 auspacken, ihr trefft wieder jeden Schuss. Ihr müsst nicht mal ins Visier gehen, ihr habt da den krassesten Vorteil. Deswegen denke ich, ist das die krasseste Klasse wirklich in ganz Warzone. Probiert mal die Klasse aus, ich würde die euch richtig ans Herz legen. Die wird richtig baba sein, ihr werdet damit echt gute Runden spielen. Ich habe da jetzt irgendwie keine gute erspielt. Aber es liegt ja auch daran, dass ich absolut scheiße bin und nicht wirklich ganz drin bin in Warzone, weil ich das Game ja auch fast gar nicht zocke. Aber ich zocke ja MW Mehrspieler. Und ich habe die Waffe gesehen. Ich dachte mir, das wird eine richtig geile Warzone-Klasse. Die muss ich euch unbedingt zeigen. Deswegen packe ich die einfach mal, mache ein extra Video nur für euch. Jetzt gehen wir auch schon in den Klassen-Editor rein. Der MP7, wie gesagt, guckt einfach mein anderes Video. Ich verlinke das jetzt einfach mal hier oben. Ich packe da die Info rein. Dann habe ich eine Blendgranate am Start, eine Bohrladung. Overkill, ganz wichtig, damit wir auch die zwei Primärwaffen zocken können. So, und jetzt kommen wir zu Lachs irgendwie, zum Hauptstück der Klasse. Hier, Waffenschmied. Bei der Mündung habe ich den F-Tech Rebound drin. Was bringt der? Effektive Reichweite, ganz wichtig für Warzone. Geschossgeschwindigkeit für Schaden, Rückstoß und Geräuschdämpfer. Erklärt sich von alleine. Ihr verliert ein bisschen ZV-Geschwindigkeit, Zielstabilität, Bewegungstempo beim Zielen. Irgendwas muss ja auch weggehen. Dann kommen wir jetzt zum Unterlauf. Beim Unterlauf habe ich den Seitengriff. Da braucht ihr keine andere Waffe leveln. Das ist ein Aufsatz, den ihr bei der Lachs-MG einfach mit dazu habt. Ab Level 19 schaltet ihr den frei. Dann habe ich hier Hochgeschwindigkeit. Ihr bekommt dazu Geschossgeschwindigkeit, verliert ein bisschen effektive Reichweite, macht ein bisschen mehr Schaden. Effektive Reichweite braucht ihr nicht wirklich, weil es schon eine recht hohe Reichweite hat. Dann haben wir das. Jetzt kommen wir zum Laser. Bei dem Laser habe ich den FSS Ole V-Laser. Das müsst ihr, glaube ich, eine DMR leveln auf Level 10. Da habe ich das einfach drin wegen ZV-Geschwindigkeit, Zielstabilität, Nachsprint, Schusstempo. Man sieht zwar einen Laser, aber in Warzone, ja, man sieht da eigentlich fast bei jeder Waffe einen Laser. So, dann kommen wir jetzt zum Visier. Beim Visier, wie gesagt, sucht euch irgendein anderes Visier, außer ihr wollt mit diesem Thermal spielen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe einfach mal hier beim Visier habe ich irgendwas ausgewählt, aber die anderen Aufsätze, die passen auf jeden Fall perfekt für Warzone, für jede Klasse von der MG. Bei dem Visier könnt ihr ja, wie gesagt, selber einfach rumspielen, wählt da irgendwas aus, was für euch jetzt passt. Ansonsten könnt ihr ja die Klasse so lassen, wie ihr wollt. Außer beim Visier, wie gesagt, ein bisschen was ändern. Ich habe die Waffe jetzt noch nicht auf Gold, aber mir fehlt nur noch einmal etwas und da brauche ich nur Schüsse aus der Hüfte. Da habe ich jetzt irgendwie nicht so Lust auf das zu spielen. Wer weiß auf jeden Fall, wie der Hase läuft. Ich wollte mich auf jeden Fall nochmal recht herzlich bedanken fürs Zusehen. Wenn ihr Lust auf mehr Videos von Warzone oder MW2 habt, lasst doch ein Abo da, lasst ein Like da, sprengt die Kommentare. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Pusht den Algorithmus, damit ich einfach mehr angezeigt werde. Ich bin ein relativ kleiner Creator. Da werde ich von niemandem unterstützt, von nichts. Ich mache alles selber, während meiner Ausbildung. Und ja, viel Spaß mit dem Outro.